Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Wir stehen ja so ein bisschen im Saisonfinale drin, haben letzten Part in Wolfsburg gewonnen. Pokal-Halbfinale 2-1, ganz knapp. Jetzt können wir gegen Augsburg, wenn wir gewinnen sollten, ja, mit 10 Punkten wegziehen von Schalke. Die ihrerseits, glaube ich, dann das letzte Spiel unentschieden gespielt haben. Also unsere große Chance, jetzt wegzuziehen. Um im Kampf um die Meisterschaft, ja, davon zu ziehen, wie gesagt, und dem Ziel deutscher Meister einen großen Schritt näher zu kommen. Da hatten wir schon die erste kleine Chance durch Robben, nee, durch Mandzukic war es. Ich weiß nicht, ob es wieder Augsburger noch um was geht, ob die unten akut in Abstiegsgefahr stecken oder ob die ihre Saison eigentlich ganz ruhig ausklingen lassen können. Muss man gleich mal nach dem Spiel gucken. Jetzt erstmal Paul Verhaag. Oh. Oh, gefährlich. Altin Top. Bekannt aus Schalker Zeiten und von Eintracht Frankfurt. Hat er auch mal gespielt. Ganz früher. So, Flachomodides. Glaube ich, heißt er, genau. Der Kollege da aus Griechenland. Oh, ganz schwerer Patzer. Das dürfen wir nicht machen, in der Mitte spielen. Das ist ganz schlecht. Altintop. Werner. Werner, volles Ruhe. Achtung. So, Kontergelegenheit. Wenn der Schiri mal aus dem Weg gehen würde. Mandzukic, Robben. Robben auf Mandzukic. Da kommt Schweinsteiger mit. Und ganz hinten, da ist doch der Ribéry. Flugkopfball. Nein! Der hätte doch reingehen müssen. Oder zumindest mal reingehen können. Weißt du, weil der Ribéry macht auch nicht so oft ein Kopfballtor. Oh, schön von Götze. Der hätte doch der Ribéry mal ein Kopfballtor verdient gehabt, oder nicht? Boateng, Schweinsteiger, Lahm. Sieht bislang alles sehr gut aus. Mandzukic. Ah, den kriegt er durch. Schön. Götze, den kriegt er auch durch auf Groß. Naja. Oh, was war der denn? Na, er ist ja ein ganz mutiger. Er ist ja ein ganz mutiger. Alaba, Le Ribéry. Ah, schade, kriegt er nicht. Kriegt er nicht ganz durch. Flachodimos heißt der. Habe ich den Namen mal richtig durchgelesen. Daniel Bayer jetzt gegen La. Oh. Gegen Lahm und Dante. So, und die nächste Welle über Ribéry und über Götze. Und über Mandzukic. Und da ist der Robben fast an den Ball. Oh, gekommen. Und der Götze auch. Müsste Abseits sein. Ja, ist kein Abseits. Ist kein Abseits. Oh, das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter statt. Das wäre Abseits. Und dann pfeift er einfach Elfmeter, der Sack. Was? The worst case. Aber klar, okay, war. Ja, Attacke von hinten kann man so entscheiden. Ja, dann müsste ich aber kurz wechseln. Scheiße, dann muss ich jetzt die Formation schon umstellen. Ist doch alles kacke. Dann spielen wir halt jetzt ohne Stürmer. Muss leider der Mandzukic weichen. Und dafür muss dann leider der Jan Kirchhoff in die Innenverteidigung. Also spielen wir jetzt eigentlich ohne klassischen Stürmer. Das ist für Mandzukic natürlich auch blöd, aber können wir nicht ändern. So, jetzt Altintop gegen Neuer. 24. Minute. Pfosten! Der Altintop schießt gegen den Pfosten. Oh. So, was können wir aus dem Gegenkonter machen? Neuer hätte noch nicht gehalten, er war im falschen Eck. So, Mario Götze. Ballverlust. Das wird jetzt schwierig. Wir haben schon einmal in Unterzahl gespielt in Leverkusen. Da haben wir 1-0 verloren. Zwar auch erst in der 90. Aber wir haben verloren. Was können wir denn alles so in Unterzahl? Von der Qualität her haben wir ja eigentlich immer noch die besseren Spieler, ne? Aber das heißt ja, hat ja nichts zu sagen heutzutage in der Bundesliga. Schweinsteiger. Ach, den spielen sie alle. Spielen wir momentan nicht gut. So, Götze. Götze, der schickt den Robben. Und ey. Was? Das ist kein Foul. Der hält den doch oben. Junge. Meinst du, da lässt sich absichtlich hinfallen? Ich glaube nicht. Also momentan pfeift er so. Oh. Bewertet er so zweierlei? Benutzt er zweierlei Maß? Das, ja, finde ich nicht gut. Er muss da seine Linie finden, der Schiri. Sonst wird er schnell zum Buhmann. Ribéry. Ja.
Pack da mal die Trickkiste aus. Schade. Ah. Das sind immer so ganz riskante Dinger. Ey, wenn ich... Ah! Frustfaul. Weiter, da war nix. Ach, komm. Da musst du auch nicht zwingend pfeifen. Das war zwar ein Frustfaul, aber ja. Naja. Schweinsteiger, das musste Abschluss geben. Jawohl. Das hat er mal richtig entschieden. Ja, also eine große Chance konnten wir uns ja bislang leider noch nicht erarbeiten. Das wird jetzt zu 10 auch schwierig werden. Also noch schwieriger als mit 11 Mann jetzt vorhin. Oh, das gibt's doch nicht. Alle rennen sie am Ball vorbei. Verhag. Das Ottel. Boateng, oh. Nicht gut, nicht gut. Aber Kirchhoff ist da. Kirchhoff, der ist wie Dante, der fällt seiner Brandung. Groß, Ribéry. Wieder Toni Groß. Der ist auch schon am Arsch. Aber der setzt sich nochmal durch. Groß. Großer Schweinsteiger. Kommt leider nicht ganz ran. Und Götze gewinnt nicht das Kopfballduell. Wie unlogisch. Naja. Ah! Scheiße, scheiße. Nein, nein, nein. Oh. Da hätte er sich auch hinten in der Brust. Hinten in der Brusttasche vor allem. Hinten ans Gesäß fassen können. Das ist eigentlich auch rot. Also es gibt bestimmt Schiris, die geben da auch Road. The Red Card. Also bei Götze müssen wir jetzt aufpassen. Und bei Boateng, die haben beide schon gelb. Und einen haben wir ja schon draußen. Sehr aggressives Spiel, muss ich sagen. Das so kenne ich das gar nicht von mir. Aber muss auch mal sein. So, Götze auf Robben, den kriegt er noch. Da ist halt keiner in der Mitte außer Götze. Schade. Schweinsteiger. So, jetzt ist erstmal Halbzeit. Zeit zum Durchatmen. Neue Kräfte mobilisieren. Dante ja leider vom Feld. Nürnberg gegen Gladbach 1-1. Ja, sollen wir mal wechseln? Ich glaube, wir können mal wechseln zur Halbzeit. Zum Beispiel Ribéry und Götze. Obwohl ich einen Wechsel gerne übrig lassen würde. Aber wenn die beiden am Arsch sind, das nützt ja nichts. Wir riskieren das jetzt einfach und wechseln beide mal aus. Machen wir mal Folgendes. Wir machen das so... Man spielt Pizarro in der Mitte. Als Mittelstürmer, in Anführungszeichen. Mal gucken, was jetzt noch so geht. Also, momentan würde mir ein Punkt schon genügen, eigentlich. Wir wären zwar keine 10 Punkte Vorsprung, wären es nur in Anführungszeichen 8 Punkte, aber das ist ja auch immerhin was, ne? Besser als zu verlieren. Ganz souverän. Robben, da war Schweinsteiger und da war Pizarro und da war Groß und da war Müller neu eingewechselt. Ah, den kriegt er rum, den kriegt er rum. Müller, ein Schlenker nach innen. Oh, da hätte er in die Mitte passen sollen. Da wäre, glaube, der Pizarro wäre da gewesen. Und so, jetzt die Augsburger. Flacho Modis. Das ist Mora weg. Achtung und 1-0. 1-0. Halil Altintop. Aber auch schön gespielt. Tja, aus einem Konter oder aus einem Angriff für uns wird ein Tor für Augsburg. Oh, oh, da haben sie uns kalt erwischt. Da haben sie uns eiskalt erwischt. Und auch mit 10 Mann liegen wir jetzt wieder zurück. Also, das ist ja nicht so gut, wenn wir nur mit 10 Mann spielen. Das finde ich nicht so toll. Alaba. Müller. Aber vielleicht können wir ja doch noch hier was reißen. Wer weiß. Jetzt haben wir erstmal Müller, das ist kein Abseits. Müller, da ist Pizarro. Ah. Der braucht noch ein bisschen. Jawohl, da hat er schon die Gegner unter Druck gesetzt. Deswegen sind sie in Angst verfallen, dass wir jetzt den Ball haben. So. Ach, so viel Auswahl. Mein Gott, bloß nicht so viel. Müller. Da ganz hinten ist Robben. Und Pizarro wird da gerade noch vorm Einköpfen gehindert. Müller. Da ist nochmal Robben. Und diesmal ist er drin. 61. Diesmal kann von den Augsburger niemand Robben hindern am Kopfball, kommt da aus vollem Lauf und
Ganz stark. So, da hätten wir schon mal ein Tor. Achtung, Altintop wieder. Es geht jetzt hin und her hier. So, wie gesagt, was ich sagen wollte. Ein Tor haben wir. Also sind es wieder die 8 Punkte anstatt 7. Und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Um noch ein Tor zu machen. Robben. Ah. Es wird jetzt zwar gedoppelt, aber kann sich auch immer wieder gut freilaufen. Robben, komm, den kriegt er noch. Robben, schön gemacht. Robben jetzt mit der Schusschance. Mist. Hätte ich ja vielleicht ins Eck zielen sollen. Einfach mit der Seite hinten rein. Weiß nicht, hinterher kann man das immer einfach sagen. So, der müsste im Aus sein. Jawohl, den haben wir. Schnell ausgeführt, Schweinsteiger. Pizarro, Schweinsteiger und wieder Robben. Der macht halt echt viel. Ah, ist aber auch schon am Arsch. Und wir können ja leider nicht mehr wechseln. Ich habe das ja riskiert, mit Müller und Pizarro noch zwei frische Leute reinzubringen. Aber Robben, der muss jetzt leider durchspielen. Da können wir nichts ändern. So, Kirchhoff räumt Bayer ab. Und Bayer ruppt uns um. Und da haben wir ihn wieder, Schweinsteiger. So, jetzt vielleicht mal eine Konterchance. Nein. Flachomidis. Aufgepasst, Ottl. Und Müller. Und Pizarro, Schweinsteiger. Da oben läuft doch wieder der Robben, ey. Der läuft echt super viel. Robben, na, ah, den kriegt er nicht in die Mitte. Den kriegt er leider nicht in der Mitte. Sonst, dann wäre da Pizarro und dann, weißt du, hätte Pizarro das gemacht, wofür er bezahlt wird. So, Paul Verhaag. Der ist erstmal weg. So, Groß und Alaba behindern sich kurz selber. Ja, da wird jetzt auch bei einigen Leuten die Kraft leider fehlen. Hätte ich nach dem DFB-Pokal mal besser wechseln sollen. Ein paar Spielern Ruhe gönnen. Oh, Kirchhoff kommt da leider nicht ran. Jetzt ist es mal hinten ein bisschen offen. Aber Pizarro arbeitet mit nach hinten. Nein, wer kommt denn da nicht ran? Müller. Müller, Lahm. Nein. Ja, das ist alles. Ja, so Gestochere und ach, ich bin nicht ganz zufrieden. Bin nicht ganz zufrieden. Also, ich bin froh, wenn das hier 1-1 endet. Noch 5 Minuten. Aber ich wäre auch nicht abseits, ja. Wäre auch nicht böse, wenn wir noch ein 2-1 machen. Ganz und gar nicht. Alaba, Müller. Groß, Pizarro. Haben wir vielleicht noch eine Chance? Oh, gut antizipiert. Antizipiert von Bayer. Oh, jetzt Raul Bobadilla. Der kennen wir ja noch, ne? Vom FIFA 12 Let's Play. Nee, also da ist die Kraft, da ist die Luft raus. Jetzt geht es nur noch darum, das 1-1 hier zu halten. Also wirklich nach vorne geht gar nichts mehr. Boateng. Nein, das ist einfach scheiße. Also gut, dass das Spiel gleich rum ist, weil so richtig frisch, frisch wirken sie ja nicht mehr. Ein Last-Minute-Tor gelingt uns auch nicht mehr. Glaube ich. Nee. Nein, dazu war Augsburg einfach zu solide, einfach, muss man sagen. Wir hatten ein paar Spieler, die waren nicht ganz fit, gebe ich zu. Hätte ich vielleicht wechseln können. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance. Müller. Robben, der hat immer noch Kraft, das ist unglaublich. Robben! Robben! Und da ist es! Wie gerade angesprochen. Last-Minute-Tor oder nicht? Da haben wir's. Hat noch ein bisschen Glück, dass er von der Latte reinspringt. Aber trotzdem, schönes Tor. Und damit schnürt er sein Doppelpack. So muss das sein. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier keins mehr kassieren. Und das war's. Last Minute. Last Minute Sieg. Ein Platzverweis. Dank Arjen Robbens Doppelpack haben wir hier gewonnen und sind doch die 10 Punkte geworden, von dir, die ich mir erhofft habe. Guckt euch halt an, jetzt sind das 10 Punkte Vorsprung und als nächstes geht es gegen Dortmund, gegen den vierten, wo ich so ein bisschen gehofft hatte, dass es doch das Topspiel sein wird.
Dante müssen wir leider ersetzen für das eine Spiel. Da bringen wir mal. Ja, wer ist denn besser? Van Beuten oder. Ja, da bringen wir schon den Kirchhoff. Van Beuten auf der Bank. Ah, der Thuram ist wieder fit, den würde ich auch eigentlich gerne mal spielen lassen. So. Gucken wir mal. Ja gut, bei Thuram müssen wir da mal gucken. Können wir mal auf die Bank setzen für Thiago. Was haben wir noch? Aha, der Contento möchte mehr Geld haben auf einmal. Hat kaum gespielt, aber möchte mehr Geld haben. Den wollte ich sowieso verkaufen. Der sitzt ja mehr oder weniger auch nur rum. Speyer war mal. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder bei FIFA 14. Tschüssi, euer HSPLP und bleibt weiterhin schön sportlich.